Ich grüße euch. Es freut mich, dass ihr euch hier im Dom zu Minden eingefunden habt und mehr über die Entstehungsgeschichte des Domes und die Bistumsgeschichte erfahren möchtet. Mein Name ist Erkan Berth und ich war der erste Bischof des Bistums Minden, der von 803 bis 813 nach Ausrufung des Bistums im Zuge der Sachsenmission von Karl dem Großen tätig war. 59 weitere Bischöfe sollten mir bis ins 17. Jahrhundert hinein folgen. Es ranken sich viele Mythen und Geschichten um die Entstehung der Stadt Minden, insbesondere des Bistums. Der Gründungslegende zufolge soll Sachsenherzog Widukind bei seiner Unterwerfung zum Frankenkönig Karl dem Großen gesagt haben: Diese Burg soll nun Min und Din sein. So soll der Name Minden entstanden sein, dessen Stadt- und Bistumsgeschichte um 800 nach Christi mit den langsam zu Ende gehenden Sachsenkriegen begann. In Wahrheit war es aber so, dass Karl der Große im Jahre 798 hier eine Heeresversammlung abhielt und wenig später tauchte in den Annalen der Stadtname Minda auf. Ich begann um 800 mit dem Bau der ersten Kirche, und zwar genau an der Stelle, wo der heutige Dom steht. Jedoch war meine erste Saalkirche ein einfaches Gebäude aus Holz, da wir damals noch nicht alle Baumaterialien zur Verfügung hatten. Dieses änderte sich etwa 100 Jahre später, als die erste steinerne Basilika gebaut wurde. Diese wurde jedoch durch einen Brand zerstört. Doch einer meiner Nachfolger, der Bischof Helmwart, errichtete um 952 die neue romanische Basilika, deren Patron der heilige Märtyrer Gorgonius werden sollte. Bis heute trägt der Dom die Namen der ersten beiden Patrone Gorgonius und Apostel Petrus. Ein weiterer Nachfolger von mir, der Bischof Milo, erhielt 977 vom römisch-deutschen Kaiser Otto II. Für die Mindener Kirche die Königsrechte. Ein ganz besonderes Privileg. Dazu gehörten der Königsbann, das heißt die hohe Gerichtsbarkeit, sowie das Recht, Münzen zu schlagen, einen öffentlichen Markt abhalten zu lassen und Zoll zu erheben. So wurde Minden zur bedeutenden Kaufmannssiedlung. Der Bischof Sigebert, der von 1022 bis 1036 wirkte, war ein sehr kunstinteressierter Mann und stiftete wertvolle liturgische Handschriften, richtete ein Skriptorium ein und baute die benachbarte Martini-Kirche in der Oberstadt. Bischof Bruno, seine Amtszeit war von 1035 bis 1055, stiftete 1037 das Benediktinerkloster St. Mauritius auf dem Werder, einer kleinen Insel in der Weser, die aber immer wieder überflutet und von feindlichen Truppen überfallen wurde. Und so zogen die Benediktiner im 15. Jahrhundert um. Heute erinnert die Mauritiuskirche am Simeonskirchhof an dieses Kloster. An Pfingsten 1062 war der erst 12-jährige König Heinrich IV. In Minden zu Gast. Die Ritter des Salias gerieten mit den Einwohnern so sehr in Streit, dass die Stadt und auch der Dom in Flammen aufgingen. 1071 war dann der neue Eilbertdom errichtet. Bischof Eilbert weihte die Basilika und der Bischof Rudolf von Schleswig brachte als Geschenk den Petrischrein mit, der heute im Domschatz Minden zu sehen ist. Von 1120 bis 1140 residierte Bischof Siegwart in Minden. Er baute im nahen Idensen eine Eigenkirche als Grablege, die reich mit Fresken ausgestattet wurde. Siegwart hatte gute Verbindungen zum Kloster Helmershausen, wo der Benediktiner Roger und seine Mitbrüder das kostbare Mindener Kreuz fertigten. Im Dom hängt heute eine Kopie dieses Großkreuzes. Das Original ist im Domschatz ausgestellt. Unterdessen gehen die Veränderungen am Dom weiter. Durch die Verbindung der beiden Westtürme entsteht 1150 das Westwerk, das als sächsischer Querriegel bezeichnet wird. Am 1. Februar 1168 werden Heinrich der Löwe und Mathilde von England von Bischof Werner von Bückeburg in der Mindener Kathedrale getraut. Heinrich bringt als Geschenk für den Bischof das Löwen-Aquamanile mit. Das Gießgefäß fasziniert mehr als 8 Jahrhunderte später die Besucher des Domschatzes. Von 1267 bis 1290 wird die romanische Basilika zu einer frühgotischen Hallenkirche umgebaut. Die herrlichen, unterschiedlich geformten Maßwerkfenster sind auch heute noch ein Glanzlicht deutscher Frühgotik.
Aufgrund der Errichtung der Fürstbistümer und das Erstarken der Städte kam es immer häufiger zu Spannungen. Deshalb errichtete der damalige Bischof Gottfried von Waldeck 1306 Schloss Petershagen als eine Art Fluchtburg. Diese Wasserburg ist für ihn und seine Nachfolger zeitweise die Residenz und nicht mehr der Bischofspalast in Minden. Das Bistum Minden ist in der Reformation zum größten Teil evangelisch geworden und steht 1648 ohne einen vor Ort residierenden Bischof da. Mit dem Westfälischen Frieden kommt das Hochstift Minden zum Kurfürstentum Brandenburg. Die preußische Ära Mindens beginnt. Und auch Veränderungen im Stil des Barocks betrafen vor allem die Innenausstattung des Mindener Doms. Davon ist nur wenig erhalten, wie einige Epitaphien. Der Dom wurde auch ein Opfer des Zweiten Weltkrieges. Am 28. März 1945 flogen die Alliierten den letzten großen Bombenangriff auf Minden, wobei der Dom nahezu völlig zerstört wurde. Doch die Mindener geben nicht auf und wollen ihren Dom zurück. So kam es, dass am 29. Juni 1957 der Dom im Stil, wie er seit dem 13. Jahrhundert das Stadtbild Mindens geprägt hat, fertiggestellt und neu geweiht wurde. Endgültig abgeschlossen ist der Wiederaufbau aber erst 2011, als der nun stählerne Vierungsturm auf das Dach des Domes gesetzt wird. An dem Kreuzungspunkt von Langhaus und Querhaus, wo über Jahrhunderte ein hölzerner Turm gestanden hat. Die fünf Glocken dieses Turmes mit den acht Glocken im Westwerk des Domes bilden nun ein mächtiges und harmonisches Geläut, dessen Klang die Stadt füllt.